Ihr habt ja im ersten Teil dieser Videoreihe gesehen, dass ich bei meiner GS die Zylinderköpfe und die Zylinder abgebaut habe. Und das habe ich ja gemacht, weil da so einiges undicht gewesen ist. Und bei der Kontrolle der Ventilsitze im Zylinderkopf habe ich dann gemerkt, dass die Ventilführungen schon ausgeschlagen waren. Die müssen also erneuert werden und das habe ich zum Anlass genommen, die kompletten Köpfe und auch die Zylinder mal überholen zu lassen. Und genau genommen sind das ja Motorarbeiten, die mit dem eigentlichen Umbau vom Motorrad nichts zu tun haben. Aber trotzdem ist es ja sicher ganz interessant für euch zu wissen, warum man überhaupt solche Köpfe überholen muss, woran man erkennt, dass man sie überholen sollte, welche Unterschiede es zwischen den Köpfen gibt, welche Köpfe anfälliger sind, wann man das machen sollte, wie das genau gemacht wird, was alles gemacht wird und worauf man auf jeden Fall achten muss, wenn man sowas mal vorhat. Und darüber wollte ich euch eigentlich heute schon was erzählen, aber ich baue ja für diese GS auch selbst einen Auspuff. Und dafür war an diesem Wochenende schon das Rohmaterial gekommen und ich dachte, fängst du erstmal mit dem Auspuff an und machst die Köpfe dann beim nächsten Mal. Thank you.